Okay. Of course. Yeah. Ich habe der Frostbruch, Pforte der Frostbruch noch geöffnet. Oh Gott, ich hoffe, ich habe es mir jetzt nicht total verscherzt. Ich hoffe, die ganzen Elfen sind jetzt weg. I've got it. Aber die Elfen scheinen wirklich weg zu sein. Das heißt, theoretisch könnte ich mich hier jetzt bedienen. Ja, es sieht mich ja keiner. Falle. Falle entschärft. Schriftrolle des Mahlstroms. Oh, klingt gar nicht mal so schlecht. Und ein Trankspiegelbild. Sehr schön. I've got it. Finished. Alva, eine junge Uranin krabbelt auf dem Steinboden zur Wand, drückt sich mit dem Rücken dagegen, fletscht mit den Zähnen. Ihr Fell ist fleckig und matt. Als du den Raum betrittst, kneift sie die Augen zusammen und dreht ihre großen Ohren in deine Richtung. Ein tiefes Seufzen entweiht aus ihrem witzigen Körper. Bei den Destin, ich dachte, du wirst sie hören. Bitte bring mich hier weg. Was ist mit dir geschehen? Als Mondfrost begann, den See einfrieren zu lassen, schickte meine Schwester Lara mich aus, um die Grund in Erfahrung zu bringen. Sie blickt richtig durch den schäbigen Raum. Die Bleichelfen Estramon haben mich gefangen genommen, bevor ich Bericht erstatten konnte. Diese Bleichelfen stinken dahinter. Sie sind vor nicht allzu langer Zeit in Zwingensrum aufgetaucht und haben gesagt, sie wollten sich ab nun um den Mittagsfrost kümmern. Ich weiß nicht wie, aber sie haben den Frostbruch im hinteren Teil des Tempels geöffnet. Er saugt die Wärme und das Leben geradewegs in das öde Reich ihres gefrorenen Gottes. Jemand muss ihn auffallen, es ist nur eine Frage der Zeit, bevor die Kette sich wieder ausbreitet. Erzähl mir von denen, die dich gefangen haben. Sie knurrt, ihre spitze Zähne blitzen auf. Ein Clan von Bleichelfen aus dem ewigen Weiß. Anhänger von Rümgrad, sagen sie. Aber ihr Feind lässt auf andere Absichten schließen. Sie kommen kampfbereit, Zauberer, Priester und Paladine. Ein Zauberer namens Glaswald führt sie an. Er ist von dem Frostbruch besessen. Meine Ohren hören ihn durch die Wand. Er wirkt zauberdruf fremde Mächte an. Ich weiß nicht, was er im Schilde führt, aber es ist gewiss nichts Gutes. Was kannst du über den Frostbruch sagen? Sie schüttelt den Kopf. Nicht viel. Er hat irgendwas mit Rümgrad zu tun. Der Winterbestie. Ich bin eine Anhänger Gallowins. Dann lauf mal los. Sie wendet sich zum Gang, ihre großen Ohren nach vorne geneigt. So schnell wie meine Füße mich tragen. Sie huscht auf ausgemergelten Armen und Beinen zur Tür. An der Tür blickt sie dir zu dir zurück. Sie huscht zum Ausgang. An der Tür blickt sie zu dir zurück. Ah ja, okay. Danke, Estramon. Sei vorsichtig. Sie verschmilzt mit dem Schatten. Neue Quest, Gefängnis aus Eis. Der Seenaltlied hat begonnen einzuführen, nachdem eine Gruppe von Bleichelfen eintraf. Lara von den Reichsseen hat ihre Schwester Alva geschickt, um der Suche nachzugehen. Alva zog aus, um den Tempel Mittagsfrost nach Antworten zu suchen. Sie kehrte nicht zurück. Ja, ich habe ihr zur Flucht verholfen. Gut, dann gucke ich mich im restlichen Tempel noch um. Schnappen wir hier alles, was ich für nützlich finde, achte. Denn die Bleichelfen sind ja jetzt weg. Silberschlüssel. Ach, der wäre wahrscheinlich für die Haupttür gewesen. Also hätte ich, also für die große Tür, also hätte ich wahrscheinlich nur hier durchgehen müssen mit den Schlüsselkrallen. Und dann durch die andere Tür gehen können. Blauer Kristallschlüssel, Perle. Okay. Ach, hier steht etwas, noch was an ihren Wänden. Das sollte ich auch noch schnell lesen. Also hier habe ich mich umgeguckt. Da gucken wir uns in den Räumen noch um. Diese bronzene Handschellen glänzen frostig. Und hier. Kann ich nicht anklicken. Gut. Wird das auch geklärt?
Also ja, ich habe es einfach nicht besser gewusst, würde ich mal sagen. Sonst hätte ich die Bleiche vielleicht gar nicht entkommen lassen. Wenn die hier so viel Schaden anrichten. Trotz der Kälte ist das Bettzeug warm. Auf dem Leder des Zeltes wurden dicke Felle befestigt. Hier ist noch mehr Gold und ein Trank der großen Ausdauer. I'll get it open. Und hier können wir auch was öffnen. Hier ist ein weißer Kristallschlüssel. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich alle Schlüssel. Zeig mal kurz die Schlüssel, die ich jetzt habe. Silberschlüssel. Dann habe ich einen blauen und einen weißen Kristallschlüssel. Dieser Schlüssel, dessen Griff die Gestalt eines Auerochsenkopfs hatte, wurde aus einem hellblauen Kristall geschliffen. Dieser durchschneidende weiße Schlüssel ist mit komplizierter geometrischen Mustern versehen. Die Oberfläche fühlt sich kalt an und der Kristallkern scheint leicht zu pulsieren. Also ja, das sind alle Schlüssel. Das wäre wahrscheinlich der andere Weg da rein gewesen. Hm. Hagrim, entschärft die Falle. Finished. Und sag einen ziemlich coolen Schauberstab ein. Du bist ein Zauberstab, oder? Nein, du bist leider ein normaler Stab. Ja. Ja, du bist Dorens Stab und du bist einfach ein Stab. Okay. Right. Das heißt, wir haben hier auch alles. Toll. Das ist irgendwie nicht ganz richtig. Dann gehen wir jetzt mal hier raus. Ich frage mich gerade, ob man hier noch irgendwas hätte triggern können, indem man einfach den Frostbruch wieder verlassen hätte, anstatt irgendwo einzudringen. Und dann mehr herausgefunden hätte. Vielleicht hätten dann die Elfen einen von selbst angegriffen. Ja, hier steht sogar jemand, Alpha. Die Orleane steht unter dem freien Himmel und sagt, wie kriege ich die Luft ein? Ich fühle mich wie neu geboren. Sie schlägt dir auf die Schulter. Komm doch einmal zum Rauchen. Die übrigen Reisende gewinnen sich gerne den listenreichen Estranburg kennenlernen, der mich befreit hat. Achso, da muss ich wahrscheinlich nach Alt, ins Umkap in die Stelgier. Ins Stelgier-Gebiet. Das ist nur Dorval, okay. Garantiert wäre ich einfach wieder rausgegangen, wäre mir wahrscheinlich ihre Schwester entgegengekommen. Jäger, Wolfbegleiter, wahrscheinlich von dem Jäger. Ein Freund für Fenris. Und das hier ist ein Katalysierer. Reißzähne, Verstandsjäger. Ich bin belehrend, Estrober. Was brauchst du? Nichts. Okay. Dürrwurz. Noch ein Beschützer. Löwengefährte, Jägerin. Gold. Noch mehr Gold. So. Auf dem Platz sind nur ein paar Stammesangehörige. Ja, die leben im Frieden. Ein Antilopengefährte. Keilergefährte. Reißzähnejäger. Wolfsbegleiter. Da bleibt nur noch der Wolfskopf. Alles andere haben wir.
Ja, Wurz. Ich war ein Kind und so herrschte bereits in Galloways Rachen. Ah ja. Reißzahl, Klingenkämpfer, Wolfbegleiter. Und das hier können wir nicht betreten. Das sind wohl alte, irgendwie tardische Ruinen. Und das hier ist der Wolfskopf. Hm? Aus der Höhle im Kopf des Biests dringt eine Feuchtigkeit. Was? Dringt ein feuchtkeitsschwüler Luftzug. Von den steilen Zehen tropft Kondenswasser. Okay. Ich merke schon mal, mit den Elfen habe ich Mist gebaut. Ich habe mich davon beirren lassen, nur weil sie aus dem ewigen Weiß stammen, dass sie Freunde wären. Aber in Wirklichkeit bringen sie den Zwillingsulm nur den Untergang, wenn ich es nicht doch noch schaffe, diesen blöden Riss zu schließen. Ich hoffe, wir kriegen noch mal, okay, Blut. Ein Haufen Reißzähne. Ich hoffe, wir kriegen noch mal die Chance, den Riss doch noch zu schließen. Wobei ich darauf nicht hoffen kann. Arinzi has no right to defend that cowering cat in the back of the mall. Then track her down and tell her yourself. Okay. Da haben schon mal zwei miteinander gesprochen. Wie groß ist denn das Ding hier? Nicht sehr groß. Hält sich in Grenzen. Also, wer bist du denn? Come to see the great Oernos, Estremor? He's out for a hunt, but he'll be back. Unlike that lioness, he doesn't stay cooped up in here for long. Der Mann blickt dich herausfordernd an. Kommst du, um den großen Erdos zu sehen, Estremor? Er ist auf der Jagd, aber er wird zurückkehren. Im Gegensatz zu dieser Löwin zieht er regelmäßig aus, um zu jagen. Was tust du hier? We wait for the big confrontation, but the wait grows exhausting. While Sul hides in the back of the maw, Oernos has denied his victory. And we're all denied the champion we deserve. Wir warten auf die große Konfrontation, aber das Warten wird ermüdend. Er verzieht das Gesicht und fährt mit einem Daumen über die scharfe Klinge seiner Axt. Solange Sul sich im Rachen versteckt hält, wird er noch seinen Sieg verwehrt und uns allen der Meister, den wir verdienen. Warum kann er noch nicht einfach die Löwe bekämpfen? Because she holds up at the back of the maw, surrounded by her pride and the natural hazards of this place. It's not the proper way to meet a challenger. She's got to come out and face Oernos to keep her claim. Anyway, her prime is past. Putting that old beast down would be a mercy at this point. Er blickt grimmig drein, weil sie sich hinten im Rachen versteckt hält, umgeben von ihrem Rudel und der natürlichen Gefahr dieses Ortes. Einem Herausforderer so zu begegnen, das gehört sich nicht. Sie muss herauskommen und sich Oernos stellen, um ihre Position zu behalten. Aber sie hat ihre besten Zeiten hinter sich. Die alte Bestie zu töten wäre inzwischen schon ein Akt der Gnade. Ich könnte mich um Sul kümmern, nein. Wenn, dann muss wahrscheinlich sich Oernos oder wie auch immer selber um sie kümmern. Also lassen wir das mal und sagen nur auf Wiedersehen. Und gucken uns im Rest des Schlunds hier um. Lara. Möge ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Ein Jörner stieg knöcheltief im Sand und schärft ihre Speerspitze. Noch ein Wanderer aus dem gefrorenen Landen. Sie deutet mit der Speerspitze aus Feuerstein auf dich. Weffel ist vielleicht leichtgläubig und dumm, aber ich lasse mich nicht so leicht auf von euch erstmal täuschen. Ich behalte dich im Auge. Sind in letzter Zeit auch andere Fremde entlang gekommen? Glamelfen, Anhänger von Rimgrad, sagen sie. In Wahrheit sind sie nicht als Plünderer und Schänder. Die Speerspitze blitzt auf, als sie damit wütend in Richtung Tür gestikuliert. Sie sind hinter den Türen vom Mittagsfrost verschwunden und nun wird unser See zu Eis und die Kälte kriecht immer näher. Sie gräbt mit einem nackten Fuß einen Graben in den Sand, aber Bettel ist furchtsam und hat die anderen armen Vater überzeugt, dass wir diese Estramod und ihre Tradition respektieren müssen, ganz gleich welche Absichten ihre Hände führen. Sie hebt den Kopf und blickt langsam zurück in Richtung Eingang.